ein volles Eigentor der ganzen Sanktionierer. Man könnte das russische Öl ersetzen, wenn andere große Ölproduzenten ihrerseits mehr Öl auf den Markt bringen würden. Aber die anderen großen Ölproduzenten haben sich an diesem Wochenende mit Russland darauf verständigt, die Ölfördermenge nicht zu erhöhen. Das heißt, man wird das russische Öl in Europa, in Deutschland nicht ersetzen können durch Öl von anderen OPEC-Staaten, weil da alles schon ausgebucht ist sozusagen. Ich habe letzte Woche Diesel getankt in Berlin für 1,75. Ich habe schon für 2,40 getankt. Jetzt ist es bei 1,75. Viele Leute denken, naja, so schlimm wird es nicht kommen. Aber das Sinken der Preise ist sehr trügerisch, weil es geht ja darauf zurück, dass die Industrie weniger nachfragt. Und das ist schon ein Beispiel für die Rezession, in die wir reinlaufen. Die Bilder seiner Verhaftung vom 17. August, sowas habe ich zum letzten Mal, was weiß ich, bei der Verhaftung von Andreas Baader gesehen, wie die vorgegangen sind. Wobei die RAF-Terroristen kamen dann nach Stuttgart-Stammheim, wo im Übrigen heute auch Michael Ballweg immer noch sitzt. Auch so ein Fall, wo einer sozusagen zur Abschreckung einfach bis zum Geht nicht mehr festgehalten wird. Ihm wird vorgeworfen, er habe zur Exekution von Regierungsmitgliedern aufgerufen. Der Text, um den es geht, der stand auch in Kompakt, schreibt einen satirischen Text, und zwar aufgehängt einer Fokusmeldung. Der Fokus hat geschrieben, ein Gutachten im Auftrag des Innenministeriums hat festgestellt, was weiß ich, Impfpflicht ist zulässig und so weiter und so fort. Ja. Und dann sagt, und was, wenn ein Gutachten im Auftrag des Innenministeriums feststellt, dass man alle Regierungsmitglieder erschießen soll? Also er zeigt diese Absurdität, sich auf irgendwelche Gutachten zu berufen und damit Grundrechtseinschränkungen durchzusetzen in ungeheurem Ausmaß. Gerade reingekommen ist ja die Meldung jetzt von der Verbotsdrohung gegen unsere österreichischen Partner des Senders auf 1, wo in ungeheurer Weise die ARD versucht, Markenrechte geltend zu machen, dass auf 1 die Marke ARD, die gute Marke ARD, verletzt hätte und deswegen verboten werden müsste. Also da wird jetzt wirklich mit allem geschossen gegen die Opposition, wie es nur geht. Früher brauchte man einen Reichstagsbrand, um gegen die Opposition loszuschlagen. Heute genügt eine Chatgruppe auf Telegram. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder solche Verschwörungsvorwürfe, terroristische Vereinigungen, aber so hart wie jetzt ist es noch nie gekommen. Ich erinnere mich wirklich seit den Zeiten der RAF an keine vergleichbare Razzia von dieser Dimension. 500.000 Leute in der Bundesrepublik kannten aufgrund öffentlicher Reden jemand wie Michael Fritsch, ein früherer sehr hoher Polizeioffizier in Niedersachsen, zuständig zum Beispiel für die Sicherung der jüdischen Gemeinden im Bundesland, also eine absolut vertrauenswürdige Person für den Staat bis 2019, dann aber Corona-kritisch geworden und zack war er weg vom Fenster, jetzt im Zentrum dieser Razzia. Der Verfassungsschutz selbst sagt, es gibt in der BRD 21.000 Reichsbürger und davon sind nur 5% dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Reichsbürger ist im Zweifelsfall jeder, der sagt, die BRD ist fremdbestimmt, ist ein besetztes Land, ist nicht souverän. Also nach dieser bösartigen Definition wäre ich auch ein Reichsbürger. Ja? Die Washington Post, praktisch die führende Zeitung der USA, hat geschrieben, Deutschland hat gerade seinen eigenen 6. Januar und vielleicht das Vierte Reich abgewendet. Also mit 6. Januar spielen sie an auf den Kapitolsturm. Genau. Medvedev, der Vize
Premierminister der Russen hat sich auch lustig gemacht über die Sache und sinngemäß gesagt, ja, natürlich sind die Russen an allem schuld, wahrscheinlich auch noch an dem Umsturz. Und er hat gesagt, und darüber regt sich jetzt der Mainstream wahnsinnig auf, dass die verhinderten Umstürzler immerhin in einer Sache recht hätten, nämlich, dass Deutschland kein souveräner Staat sei und immer noch besetzt. Das stimmt. Man, das Mindeste, was man hätte erwarten können, dass Tino Chrupalla und Alice Weidel, von denen du dieses Zitat jetzt gebracht hast, vollstes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden, dass die mal gesagt hätten, für alle jetzt Verfolgten gilt die Unschuldsvermutung. Gerade als Rechtsstaatspartei hat die AfD das Minimum unterschritten durch ihre aktuelle Stellungnahme. Es gibt allerdings auch andere, du hast gesagt, Oliver Kirchner nachher mit dem Exklusivbeitrag in der heutigen Sendung. Auch der Bundestagsabgeordnete Peter Bistron hat sich sehr gut geäußert. Ich zitiere, diese Razzia ist der größte Machtmissbrauch in der Geschichte der Bundesrepublik und eine massive Einschüchterung der gesamten Opposition. Danke Peter Bistron, ja, also sowas hätte man vom Bundesvorstand erwartet, aber ich glaube an der Basis in der AfD sieht es wirklich nicht so aus, wie jetzt Chrupalla und Alice Weidel die Stellungnahme abgegeben haben. Da wird schon eher in Richtung Bistron und Oliver Kirchner gedacht. Man sagt ja, tote Mädchen lügen nicht. Und dieses tote Mädchen Ece sagt die Wahrheit über den Zustand dieses Landes. Heute kam die Nachricht, ein Täter zumindest ist wieder frei und ist nicht nach Afghanistan, wo er herkam, abgeschoben worden. Naivität ist das falsche Wort. Diese Fahrlässigkeit, mit der man Gefährder in unmittelbarer Nähe ihrer Opfer unterbringt. Wir hören nicht die Rufe nie wieder, wir hören nicht die Appelle an die Bevölkerung, wachsam zu sein, sondern der ganze Trott geht weiter wie bisher und es wird sich wiederholen. Gerade junge Mädchen sind die Opfer. Ich will an die bekanntesten Namen erinnern aus den Jahren 2017, 2018. Susanna F., 14 Jahre alt, in Hessen. Mia V. aus Kandel in Rheinland-Pfalz, 15 Jahre, und Maria L., ebenfalls 15 Jahre, in Freiburg im Breisgau. Damals war ja dann auch das Zerwürfnis zwischen CSU, das heißt Söder, Seehofer auf der einen Seite und Merkel auf der anderen Seite, wo dann Söder und Seehofer gesagt haben, nachdem diese Mädchen umgebracht worden sind, es muss Schluss sein, wir müssen die Grenzen schließen. Leider hat die CSU diesen Kurs nicht über den Sommer hinweg retten können, 2018. Turbo-Einbürgerung, ein Kommentator auf YouTube hat zu Recht gesagt, es handelt sich um Umvolkung, es handelt sich um Volksaustausch. Also mit Einbürgerung im klassischen Sinne hat es ja gar nichts mehr zu tun.